Hallo und willkommen, meine Freunde. Ja, wir wollen uns ja jetzt unsere Kiste anschauen. Wir können mal ganz in Ruhe anschauen, wie unser Truck jetzt von innen aussieht, wo wir jetzt 3 Millionen Kilometer mit durch die Gegend fahren. Und ihr seht es schon, meine Freunde, der sieht richtig, richtig nice aus. Also das ist das, was wir haben. Dann haben wir hier jetzt von außen, sieht er so aus, bis jetzt noch nicht ausgebaut und gar nichts. Ich wollte mal im Licht schauen, wie das Licht aussieht. Ich müsste dazu den Motor anmachen. Ich muss mal gerade schauen, was Fernlicht ist. Ich bin mir da gar nicht sicher gerade. Normales Licht. Und jetzt ist Fernlicht. Okay. Also wir haben schon ein bisschen mehr Licht. Und ja, also wir machen erstmal Standlicht immer nur. Und jetzt werden wir zum Lackierer fahren, meine Freunde. Denn wir müssen ja noch in Wagenfarbe lackieren. Ich habe jetzt mal eine andere Taste eingestellt, wo ich dann sehe, wie viele Kilometer noch und so weiter und so fort. Unser Verbrauch. So, dann werden wir jetzt erstmal hier schauen, was wir definitiv ändern können noch. Lackieren. Beziehungsweise können wir denn schon unseres nehmen? Nein, wir können unseres natürlich noch nicht nehmen. Erst ab Level 12. Das ist sehr ärgerlich. Nichtsdestotrotz werden wir dann hingehen und werden schon mal die Grundfarbe lackieren. Und die Grundfarbe ist definitiv weiß, meine Freunde. So weiß wie die Nacht. Ihr wisst es ja, Transtube. So, und dann werden wir hier voreinstellen. Speichern, genau. Und dann können wir uns schon mal die zweite Farbe wählen. Das wird ja eine richtig, richtig Neon-Orange. So ein richtig leuchtendes Orange. Nee, das ist mir zu dunkel. Oder müssen wir hier in die Sparte gehen irgendwie? Ja, ich glaube, die Farbe ist dann definitiv besser. Ne? Das würde dann wieder passen dazu. Oder ein bisschen heller. Na? Nee, das soll schon kräftig sein, oder meine Freunde? War es jetzt rot oder war es jetzt mehr orange? So, wenn wir jetzt auf ganz orange gehen unten. So, neon orange ist das jetzt. Ist als kein Rot, ne? Ist neon orange, ne? Genau, richtig. Das soll die Farbe sein. Also ihr geht dann ganz nach unten am besten. Und dann geht er ganz nach links. Dann machen wir das so. Dann werden wir diese Farbe auch als Vorfarbe speichern. So, dann haben wir die zwei Farben auf jeden Fall schon mal. Das sind unsere Grundfarben für die Transtube. Also ihr seht jetzt, hier bin ich ganz runtergegangen und rechts. Und bei weiß einfach ganz oben, dass ihr definitiv weiß habt. Mehr braucht ihr nicht, meine Freunde, um die Farbe zu treffen der Transtube. Wir können natürlich auch jetzt erstmal mit dem so fahren. Sollten wir das tun oder sollten wir das nicht tun? Ja, wir können ja zuerst mal in diese Neon fahren. Dann können wir uns das mal anschauen. Das sind jetzt zwar wieder 5000, aber gut, okay. Machen wir einfach. Dann schauen wir nochmal eben schnell, ob es hier neue Anbauteile gibt. Da stand gerade was mit neue Anbauteile, aber ich glaube nicht. Zumindest können wir schon mal Schilder machen. Dann werden wir hier ein Schild machen. Avatar X. Ne, ich mache jetzt bewusst keinen Strich. Oder komm, ich mache das für einen Strich. Dann ist das komplett richtig so. Heiße ich ja definitiv Avatar X. Und hier fährt die Freundinnen mit. Das ist die Ohana. Ne, Quatsch. Oh, wenn ihr das wieder sieht. Ohana. So, die Ohana fährt mit. Ja, anwenden. So, dann haben wir das schon mal ausgebaut. Die zwei haben wir schon wieder gebaut und wieder Kohle bezahlt. Dann bestellen wir das auch mal wieder. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss mit der Bestellerei. Wir haben die Grundfarbe und dann kommt nachher da oben der Lack, wird dann drüber ja, gespritzt. Das ist jetzt erstmal die Transtube Grundversorgung. Wir haben noch keine Kohle. Wir müssen natürlich weiter ausbauen. Und daran fallen wir jetzt, meine Freunde. Und wir dürfen nicht vergessen, immer und immer wieder müssen wir... Oh, habe ich jetzt... Ja, ich habe lackiert. Ja, und sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So.
Ich mach mal die Kiste aus, Handbremse an. Kiste aus. Ich möchte noch mal reinschalten. Ich möchte mich noch mal eben mit den Dingern vertraut machen. Und zwar... Ah ne, ich hätte ihn doch laufen lassen müssen. Ich drehe dann das Lenkrad noch mal ein wenig. So. Also, wir haben hier, kann ich einstellen, Kilometer. Wofür die Kilometer, weiß ich. Ist das bestimmt Geschwindigkeitsbegrenzer oder so, ne? Kann ich nicht einfach die kompletten Kilometer abrufen, die wir jetzt drauf haben? Unten steht jetzt 2 Kilometer links. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich unsere definitiven Kilometer sind oder ob es da eine andere Einstellung gibt. Da müssen wir mal eben nochmal schauen in den Einstellungen selber. Optionen. Einstellung, Tastenbelegung. Was denn da wirklich? Also das war jetzt Anzeige Armaturenbrett, aber sonst haben wir hier nichts anderes. Fanfare. Achso, wir sollten jetzt die Fanfare einstellen. Genau, das ist nämlich zack. So, und Lichthupe habe ich... Lichthupe habe ich doch jetzt... Lichthupe habe ich doch jetzt hier auf Dingens gesetzt. Zack, rechte Maus haben wir gesagt, ne? Genau. Also, wir wollen ja jetzt natürlich auch mit Radar und Tömtöm auffallen. Die Blinker alles werden normal gesetzt. Das ist klar. Das ist auch klar. Das ist soweit klar. Also, wir müssen natürlich jetzt schauen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt schauen, dass wir neutral schalten. Motorfeststellbremse, das ist alles... in Ordnung. Mich würde interessieren, wo ich die Dingens finde. Wo finde ich denn genau das Interieur bzw. Cockpit? Cockpit Fahrerdings zurücksetzen. Habe ich auf Ü. Keine Ahnung, was das damit heißt. Navi-Maßstab im Cockpit ändern. Das werde ich mir mal nach und nach nochmal einstellen. Ansonsten haben wir hier nicht wirklich was, was wir einstellen können. Dann sollte es das rein theoretisch gewesen sein, meine Freunde. Ja. Und ich habe immer noch kein Lenkrad dran. Also ich bin noch am Hadern, ob ich jetzt wirklich mit dem Lenkrad fahre oder halt nicht mit dem Lenkrad. Aber wir schauen gerade die Einstellungen durch. Und wie ihr seht, meine Freunde... sollte das alles so passen. So, also wir sind auf jeden Fall in unserem LKW. Und wir befinden uns derzeit, wenn ich M drücke, auf dem Platz in Düsseldorf. Ist ja klar, hier ist ja unsere Niederlassung. Das heißt also, wir dürfen jetzt bei der Tourenplanung im Frachtmarkt nur noch Düsseldorf schauen. Und jetzt haben wir wieder das Phänomen, was fast einige im Multiplayer haben. Man sieht keine Aufträge. Das heißt, ich muss... Ah ne, oder ich muss jetzt hier klicken. Genau. Ich sehe keine Aufträge. Das heißt, ich muss das Spiel definitiv wieder neu starten. Das ist doch alles ärgerlich. Das finde ich ein bisschen blöde. Aber man kann nichts dran machen. Wie gesagt, dann nutzen wir die Zeit nochmal definitiv... ausmachen. Definitiv, um unser Truck anzuschauen. Also wir haben hier nicht das ganz große Fahrerhausmodell drauf, sondern das mittlere für Mittelstrecken, aber für Übernachtungen und so reicht das schon. Ja, dann haben wir, wie gesagt, hier die Grundlackierung. Wir haben unsere Namen schon eingetragen. Also wir fangen schon an, ein bisschen zu tunen. Ich möchte natürlich auch die Spiegel früher oder später tunen. Unsere Lichthupe, allerdings gehen die auch wieder nicht. Warum? Weil wir ganz klar hier Abblendlicht, Fernlicht, Zusatzdingens. So, zack, ne? Okay. Das müsste die Einstellung gewesen sein, oder? Nee, das war falsch. So ist auf jeden Fall Fernlicht, das ist schon mal richtig. Ich müsste aber... Moment, Abblendlicht und Fernlicht aus, ne? Genau, so muss das doch richtig sein. Ja, und so geht's Fernlicht an. Ja, ist doch richtig jetzt. Jetzt mal Fernlicht. Ja, passt alles. Also, wir haben diese Einstellungen auch getätigt. Wunderbar, meine Freunde. Ja, ich würde sagen, wir können in die nächste Fahrt starten. Aber zuerst muss ich mal wieder...
einen Befehl im Singleplayer ausführen, damit wir hier im Multiplayer fahren können. Wir haben den Truck jetzt von innen gesehen. Ihr habt es gesehen, meine Freunde. Also ich glaube, das sind 2 Kilometer. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle Schluss und fangen dann definitiv an mit unserem Auftrag. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.